Meme-Container. Hallo liebe Zuschauer vom Meme-Container, heute gibt es mal wieder eine neue Meme-Folge. Lasst uns starten. Stellen Sie sich vor, ein Freund verspricht, sich in Kürze zu melden. Könnte diese Geschichte wahr sein? Oder ist es nur ein weiteres Märchen? Die Minuten verstreichen und er erscheint nicht. Alles nur Täuschung. Doch nach einer gefühlten Ewigkeit meldet er sich schließlich, allerdings mit neuen Bedingungen für sein Erscheinen, obwohl bereits andere Pläne vereinbart waren. Ist es die Wahrheit oder doch nur eine Fiktion? Sie entscheiden. Ich bin arm! Ich brauche dringend Kleingeld, um diesen Rolls-Royce zu bezahlen, weil ich mir den niemals leisten könnte. Wenn du mir helfen kannst, swipe up! Eine kleine Spende wäre nett. Sag mal, Carsten, wie sieht so ein klassischer Tag bei dir aus? Mann, ich stehe auf und meditiere erstmal eine Runde. Danach frühstücke ich ganz entspannt und genieße eine warme Dusche. Später, wenn ich mich vollkommen entspannt fühle, nehme ich mir Zeit, um ein paar Runden Black Ops 4 zu spielen. Dabei bin ich immer respektvoll und ruhig zu meinen Teamspielern, schätze ihre Beiträge und genieße die Zusammenarbeit. Ich würde niemals die N-Bombe droppen oder irgendwelche anderen beleidigenden Ausdrücke verwenden, während ich zocke. Ihr seid großartige Mitspieler, selbst wenn ihr schlecht spielt. Unabhängig vom Ergebnis habe ich stets viel Spaß beim Spielen, denn für mich steht der gemeinsame Spielspaß im Vordergrund. Diese Auszeit ermöglicht es mir, den Alltag hinter mir zu lassen und einfach das Leben zu genießen. Während ich spiele, vergesse ich den Stress und die Hektik des Tages und tauche in eine spannende und unterhaltsame Welt ein. Ich reflektiere abends über die Ereignisse des Tages, finde Dankbarkeit für die kleinen Freuden und schlafe schließlich mit einem Gefühl der Erfüllung und Zufriedenheit ein. Und was hat Ihnen so sehr an diesem Prinzip Arbeit gefallen, dass Sie gesagt haben, also das ist genau das Richtige für mich? Der Ablauf. Man geht morgens hin. Man sieht immer neue Leute. Man hört interessante Dinge. Und irgendwann hat mich das so fasziniert. Da habe ich gedacht, wofür solltest du das nicht genießen? Arno, das musst du doch unbedingt. Und dann habe ich gesagt, weiter so, ich liebe es zu arbeiten. Ja, meine Mutter ist auch nicht mehr da und jetzt mein Dad ist so krank. Ich kann gar nicht beschreiben, was ich alles fühle. Das glaube ich dir gerne. Es tut mir aufrichtig leid. Jetzt habe ich keine Lust mehr, Forza zu spielen, nachdem es fertig heruntergeladen wurde. In diesem Moment fühle ich einfach keine Freude daran. Ich möchte dir viel Kraft und alles Gute für die Zukunft wünschen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft es ist, eine wichtige Person aus seinem Umfeld zu verlieren. In solchen Zeiten kann es schwer sein, Trost zu finden, doch ich möchte dir versichern, dass mit der Zeit die Wunden heilen und die Dinge wieder besser werden. Halte durch und sei dir sicher, dass du nicht allein bist. Alles wird sich mit der Zeit fügen. Sollte es dir in Zukunft nicht besser gehen, zögere nicht, dich an mich zu wenden oder professionelle Hilfe zu suchen, um mit Menschen zu sprechen, die dir helfen können. Denke daran, dass es in Ordnung ist, Hilfe anzunehmen und offen über deine Gefühle zu sprechen. Aber irgendwo liegt das Gold und Sie wissen wo. Von dem Gold ist nichts mehr übrig geblieben. Ich habe es komplett für saftige Köftespieße und für die zahlreichen Skins in Brawl Stars ausgegeben, um meine Brawler in die schicksten Outfits zu stecken. Dafür haben Sie sich im Irak foltern lassen? Meine Köftespieße und meine Brawl Stars Skins kann mir jedenfalls keiner mehr nehmen. Ich bin Susanne, 45 Jahre alt und ich kann Käse einfach nicht ausstehen. Zu allem Überfluss habe ich auch noch eine Käseallergie. Ich frage mich wirklich, wie Leute dieses Zeug überhaupt essen können. Der Geruch und der Geschmack sind für mich einfach schrecklich. Manchmal denke ich, dass ich die Einzige auf der Welt bin, die dem Käsewahnsinn entkommen möchte. Ich fahre nicht gerne Motorrad, weil es cool ist. Ich fahre Motorrad, weil ich das gerne fahre. Basta. Abgesehen davon liebe ich es, Motorrad zu fahren. Jedes Mal, wenn ich auf mein Motorrad steige, spüre ich eine Mischung aus Aufregung und Gelassenheit. Die Kurven der Straße nehme ich bewusst wahr, fühle den Fahrtwind auf meiner Haut und genieße die Landschaft, die an mir vorbeizieht. Es ist wie eine Flucht aus dem Alltag, eine Zeit, in der ich ganz bei mir selbst sein kann. Außerdem liebe ich es, neue Routen und Landschaften zu entdecken. Ob kurvenreiche Bergstraßen, malerische Küstenstrecken oder weite Landstraßen durch idyllische Dörfer. Jedes Ziel bietet neue Abenteuer und Eindrücke, die ich gerne mit meiner Maschine erkunde.
Motorradfahren bedeutet für mich auch Gemeinschaft. Die Begegnungen mit anderen Bikerinnen und Bikern, sei es unterwegs an Tankstellen oder bei Motorradtreffen, sind immer herzlich und voller spannender Geschichten. Guck mal, hier ist das beste Beispiel. Guck mal, wir reden und Carbonat Errol schreibt mir, ich bin total gegen Rassismus, denn ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Hautfarbe, Herkunft oder Ethnizität das Recht hat, in einer Gesellschaft zu leben, die von Respekt, Gleichberechtigung und Toleranz geprägt ist. Was haben Sie gesagt? Wie findest du die Musik, Rentner? Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Es ist Marcel Skorpion. Prostitution. Bist du Pinocchio doch auch schon gewohnt? Ah, du wirst gedisst und brauchst auch nicht blenden. Einer hat mal gesagt, ich soll mal nichts sagen, oder was, ne? Ich kann auch ohne oder was auskommen. Ich hoffe, der VfL Bochum hält auch nächstes Jahr die Klasse. Mit einem Bier und Pommes rot-weiß verfolge ich gespannt jedes Spiel. Es ist immer ein Highlight, die Mannschaft anzufeuern und ihre Leidenschaft auf dem Platz zu sehen. Gefällt dir alles oder gibt's irgendwas? Ich finde, das ist hier total, das ist ein wunderbarer Ort für mich. Ich weiß nicht, wie könnt ihr hier kein Kind großziehen? Ich kam in die Wohnung rein, das war für mich die pure Ordnung. Mir ist ein Lächeln ins Gesicht gekommen. Ich war überwältigt vor Freude. Mein erster Eindruck war total sympathisch und nett. Andrea ist eine sehr nette Frau und ich freue mich, dass wir uns in den nächsten Tagen besser kennenlernen. Der wahre Grund, warum ich so außer mir war, ist, dass Andrea meinen schönen Obstkorb beleidigt hat. Das war für mich völlig inakzeptabel. Bei Obst hört der Spaß nämlich auf. Andreas hat mir was von einem 5-Sterne-Obstkorb erzählt. Schau dir das doch mal an. Eine geschnittene Möhre und eine eklige Frikadelle auf einem Teller. Dahinter liegen unberührte Bananen und ein Apfel, der bestimmt schon 3 Wochen darum liegt. Was hat das mit einem Obstkorb zu tun? Was eine Pflaume. 04, was erhoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Ich erhoffe mir eine spannende Saison von Schalke 04. Ich hoffe auf viele Tore und erfolgreiche Spiele. Ich liebe meinen Verein und sehe Schalke nächstes Jahr auf jeden Fall in der Bundesliga. Ich freue mich auf die Neuzugänge der Saison, die unsere Mannschaft stärken sollen. Es wäre großartig, wenn wir von Anfang an stark auftreten und gleich in den ersten Spielen ein Zeichen setzen könnten. Unser Kader hat viel Potenzial und ich bin überzeugt, dass die neuen Spieler die notwendige Verstärkung bringen werden, um unsere Ziele zu erreichen. Besonders freue ich mich darauf, wie der Trainerstab die neuen Talente in das bestehende Team integriert und welche Taktiken und Strategien sie entwickeln werden. Die Atmosphäre im Stadion ist immer elektrisierend und ich kann es kaum erwarten, wieder die Jubelrufe der Fans zu hören und die emotionale Achterbahnfahrt während der Spiele zu erleben. Glück auf Schalke. Zugeschlagen, Lösung bitte. Ja, hab ich, so. Ist es leider nicht, aber gute Antwort. 3, 2, 6, wenigstens hab ich ein Haar. Wenigstens hat der Anrufer das richtig gemacht. Ich hab hier die Lösung auf dem Zettel stehen, da können Sie mich... Moment mal, der Habicht hat ja 2 H. Die Voraussetzung war doch, ein Tier zu finden, dessen Name nur ein H enthält. Das kann natürlich mal passieren und es ist überhaupt nicht schlimm, weil Fehler jedem passieren können. Niemand ist perfekt und solche kleinen Missgeschicke sind Teil des Lebens. Sie erinnern uns daran, geduldig und nachsichtig mit uns selbst und anderen zu sein. Fehler sind Gelegenheiten zum Lernen und zur Verbesserung. Und es ist völlig in Ordnung, wenn mal etwas nicht ganz richtig läuft. Ich wünsche dem nächsten Anrufer viel Glück und hoffe, dass wir bald einen glücklichen Gewinner finden. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Teilnahme. Bleiben Sie dran und lassen Sie sich nicht entmutigen.